ich mich ans Klavier setze und einladend klimpere. Auch lässt er mich die meiste Zeit mit Herrn Montardon allein, der dann verlegen seinen dichten Schnurrbart streicht und mir zu erklären sucht, was mit meinem Mann los ist. Denn das ist ja das Merkwürdige an der ganzen Geschichte, dass die Veränderung, die mit Max vorgegangen ist, mit einer ganz bestimmten Angelegenheit zusammenhängt. Es hat sich, wie mir Herr Montardon erzählte, um eine Art